Moin Moin, willkommen zurück bei Addicted RC. Review zu einem Fahrzeug, was ich vielleicht nicht ganz so oft gefahren bin, aber der immer noch aussieht wie neu, bis auf ein bisschen Staub und Flugrost, weil ich in Eslo gar nicht gefahren bin. Ich glaube, dann würde er nicht mehr so aussehen, weil es einfach nur nass war und der noch als Rallye-Fahrzeug aufgebaut war. Und ich ihn einfach habe stehen lassen. Er hat jetzt an der Antriebswelle ein bisschen Flugrost, aber der ist nach der ersten Fahrt wieder ab. Von daher uninteressant. Kommen wir zum Fahrzeug, was ihr vielleicht schon gelesen habt. Team Durango DEX 8 Buggy Kit. Aktuell unlackiert, weil er ja als Rallye aufgebaut war und die Subaru Kyosho Karosserie da drauf montiert war. Ich hatte jetzt eigentlich vor, den als Buggy aufzubauen, weil das Rallye sich einfach nicht durchsetzt, also in meinen Augen. Also hier und da vielleicht mal schön und gut, aber so ein Buggy ist eben doch vielseitiger und geiler. Und deswegen habe ich gestern den Flügel angebaut, den Flügelhalter, die Karo und hier die Nase von der Karo und wollte ihn eigentlich lackieren, aber dann hat mich hier der Qualle Kügel angeschrieben, so nennt er sich bei Facebook. Moment. So. Da war eine kurze, wichtige Verhandlung gerade am Handy. Das musste kurz gemacht werden. Ist noch nicht ganz vorbei, aber alles gut. Ich kann so ein Video ja schneiden. Wo war ich? Ja, Rallye hat sich nicht so durchgesetzt. Eslo wollte ich nicht fahren. Daher wieder auf Buggy-Umbau. Und jetzt hat mich der Qualle Kögel gestern angeschrieben, sein Kumpel Jan Möhring. Möchte doch gern einen DEX haben und er fragt, ob ich meinen als Roller verkaufe und ja, nach ein bisschen hin und her, na gut, man hat sich auf den Preis geeinigt und gutes Gewissen kann ich ihn jetzt verkaufen, ganz ehrlich, da ich ja, ist ja nur ein bisschen bekannt, dass ich gerade so ein bisschen Techno-Fanboy bin und gebe ich auch gern zu, ich fahre Techno echt gern, weil ich weiß, was ich an Techno habe. Das heißt jetzt nicht, dass dieses Auto schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Also der fuhr wirklich geil. Das ist mal was anderes, weil man das Mitteldeck verschiebt und damit dann das Ritzelspiel einstellt. Aber es ist, was heißt ja aber? Es ist ein wesentlich besserer Typhon von Arma. Der ist wesentlich besser. CNC-gefräste Dämpferbrücken, CNC-gefräste Aluteile überall. Alle 70-75, das hält wirklich einiges aus. Gerade von den Stoßdämpfern bin ich... Moment, jetzt bin ich kurz wieder abgelenkt. Live-Sprachnachricht im Video. Danke, René, bin ich dir sehr dankbar für die Arbeit. Wir sehen uns am Samstag beim Rennen. Bis denn. So, jetzt ist das Handy auch weg. Na, das war der gute René Sagave, der mir da gerade so ein paar Sachen organisiert und wofür ich ihm sehr dankbar bin. Man muss seine Kontakte auch mal ansprechen. Man hat meist einiges davon. Weiter im Text. Wirklich sehr stabil, die Karre. Ich bin ja schon gefahren und ich bin auch im Gelände gefahren, auch als Rallye-Version. Da hat er wirklich keine Bodenfreiheit gehabt. Und wir gucken jetzt mal von unten. Und diese Bodenplatte hat nicht einen Kratzer. Also jetzt der Rammer hier hinten ist ein alter vom Krater noch damals. Aber die Bodenplatte, da ist... Oh doch, ich habe hier hinten einen entdeckt. Einen Kratzer. Also ich habe ein bisschen Flugrost, die habe ich überall am Auto, weil es in Eslo nun mal wirklich sehr, sehr feucht war. Und durch den ganzen Regen. Von daher hat er ein bisschen Flugrost. Das ist nach der ersten Fahrt wieder ab. Scheißegal. Was ich sagen wollte, die Dämpfer sind wirklich sehr, sehr geil. Also ich wünschte, der Arma hätte die Qualität an den Dämpfern, die hier dran sind. Wirklich geil. Was allerdings ein bisschen, was ich zum Nachteil finde, ist, wir haben hier oben eine Schraube im Dämpfer. Da braucht man einen 1,3 mm Imbusschlüssel. Hat man nicht mal eben so liegen. Ich hatte zum Glück noch einen, aber das ist ein anderes Thema. So,
Mudscraper sind von Haus aus montiert in den Felgen, an den Radträgern hinten, sind jetzt in der Felge, sind kurz vor Felge, 2 mm haben sie Platz und damit wird einfach die Felge sofort von Unebenheiten, das heißt, ja, befreit. Das wird quasi ausgespachtelt, weggeschabt und hat Arme auch nicht. Mudguards sind von vornherein dabei, hat Arme auch nicht. Ansonsten ist das hier eigentlich relativ ähnlich. Also die Karo, jetzt kommen wir mal zu Karo, ist vorausgeschnitten, unlackiert. Finde ich auch, ist eine sehr schöne Karo. Hat hier vorne so ein Gummi dabei. So eine Gummitülle, die hier vorne über den Karohalter gestülpt wird, damit das hier ein bisschen mehr Halt hat. So, kommen wir zum Innenleben. Ringsherum haben wir CVDs. Ringsherum CVDs finde ich immer geil, finde ich super, gefällt mir. Wir haben einen Kunststoff-Servohalter. Was Basti und ich ja schon mal probiert haben, ist, das war bei seinem DSC10, bei dem Short Course, da haben wir mal diesen Alu-Servohalter von Sven Drechsel bestellt und der hat nicht da reingepasst. Also alles ist hier wie bei Arma nicht baugleich. Ist halt so, Shark happens. So, was musste ich machen, um ihn auf Rallye umzubauen? Nur mal ganz kurz, dass ich das nicht vergesse. Ich habe mir vom Senton Karohalter bestellt. Und diese Senton Karohalter passen so nicht einfach Plug and Play auf diese Dämpferbrücken. Ich musste die Dämpferbrücken, die Karohalter auf, die kann man immer noch raufmachen, aber man muss sie ein bisschen bearbeiten, dass man dann mit den, dass die Löcher übereinstimmen und dass man es dann machen kann. Dann geht's. Es gibt von Arma ein Paket, das habe ich mal durch Zufall gekauft, weil es irgendwo dabei war. Da könnt ihr quasi diesen Flügelhalter hier hinten überbrücken. Und zwar nehmt ihr den weg und dann gibt es ja einfach so Cs. Dann ist der Flügelhalter im Grunde hinten einfach abgeschnitten, aber ihr müsst das nicht einfach wegsägen oder abschneiden, sondern es ist so gewollt. Falls ihr mal keinen Flügel haben wollt, das gibt's. Na? Empfängerbox finde ich besser als bei Arma, hat ein bisschen mehr Platz. Hier ist gleich auch ein Transponderhalter montiert. Falls ihr, das ist ja ein Wettbewerbsfahrzeug und der soll ja auch eigentlich so eingesetzt werden. Nur wir Basher machen unsere Wettbewerbsfahrzeuge, wenn wir da mal eins kaufen, gerne mal zum Basher, machen sie so kaputt. Ist aber so. Was soll man machen, ne? Ja, was habe ich hier eingebaut gehabt? Ich habe hier den Poseidon-Motor drin mit 2200 kV. Ich habe hier einen BLX 200 vom Nero hier eingebaut. Das Ganze hat super funktioniert. Ich muss echt sagen, also diese Kombo, die werde ich irgendwo, ich habe das ja jetzt über, weil ich habe ihn als Roller verkauft, das Servo und das Servohorn bleiben drin. Null Hitzeprobleme. Also ich bin ihn wirklich den ganzen Akku einmal auf Volldampf gefahren. Da hatte der Motor vielleicht 50 Grad. Oh mein Gott, das ist nix. Allerdings war es noch nicht so warm. Also wir hatten jetzt vielleicht 18 Grad draußen oder so. Also trotzdem, Regler und Motor waren wirklich sehr entspannt. Hat super funktioniert. Und ich kann das Auto nur empfehlen. Leider nicht mehr so leicht zu bekommen. Oder wenn, dann wird es ein bisschen teurer. Weil Durango gerade irgendwie nicht mehr so vertreten ist, glaube ich. Also ich bin da nicht hundertprozentig jetzt informiert, wie so ein Twin Durango steht. Aber das ist alles gerade bei denen nicht mehr so aktuell. Und ich hoffe nicht, dass sie ja, vielleicht Insolvenz anmelden müssen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ob es denen jetzt auch so schlecht geht oder schlecht ging wie Arma. Meiner Meinung nach geht es Arma immer noch nicht gut, weil immer noch nicht genug Teile da sind. Und es sind Teile da, aber es sind aber nicht genug da. Immer wieder werden Teile sofort aufgekauft und dann sind wieder alle weg. Und dann wartet man wieder. Das ist mein letzter Stand. Ich bin bei Arma gerade, weil ich nur noch den einen Typ von als Speeder habe, nicht mehr so auf dem Laufenden. Von daher, ich kann mich auch täuschen. Was finde ich gut? Also wie gesagt, der Motor sitzt wirklich fest. Der sitzt ja nur auf so einem kleinen L, so zack, zack. Da ist hier unten eine Schraube und da oben, das sitzt im Motor, das hält wunderbar. Geht auch nicht mehr raus.
Und dass ihr dann wirklich. Ja, Ritzespiel ist da. Ich hatte gerade gedacht, ich habe noch kein Ritzespiel eingebaut. Dass ihr dann das HZ quasi auf dem Schlitten, auf der Chassisplatte hin und her schiebt, um das Ritzespiel einzustellen, ist so eine Sache. Funktioniert aber, wenn man es richtig macht. Und dann verrutscht das auch nicht mehr. Und also der Aufbau von einem Team Durango-Fahrzeug ist wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Für alle, die bauen wollen, für die aber so ein Kit vielleicht bisschen zu viel ist. Also sie wollen basteln, aber nicht unbedingt ein Kit aufbauen. Kann ich nur empfehlen, holt euch mal ein Team Durango. Na, ich habe neulich auch gerade den Dex 8T gesehen. Das ist der Truckie von Robert. Und kann ich nur empfehlen, holt euch das mal, wenn ihr das wollt, weil die Fahrzeuge sind wirklich gut. Also hier ist wirklich noch ein bisschen staubig hier. Die Fahrzeuge sind wirklich gut. Und es sind alles im Grunde verbesserte Armor-Fahrzeuge. Und wir wissen, Armor hält eine ganze Ecke aus. Und Team Durango wird dann halt noch ein bisschen mehr aushalten. Von daher, der Aufbau macht Spaß, weil es ist einiges vormontiert. Und man hat so ein paar nervige Sachen, die man einfach nicht mehr machen muss. Das ist vormontiert, sieht auch alles sehr gut aus. Und das kann man so dann machen. Also echt gut. Gefällt mir. Wird auch vielleicht, ach, ich weiß es nicht, ich möchte jetzt nichts sagen, aber vielleicht war es nicht der letzte Durango, wer weiß, vielleicht kriege ich immer noch mal ein Angebot über ein anderes Fahrzeug und dann. Ich bin gleich wieder da, Besuch kommt. So, Besuch ist eben gekommen, ihr habt es ja klingeln hören, der Laser ist da. Ja, trotzdem beende ich das Video jetzt nicht. So, wo war ich eigentlich? So, ja, Motorhalter ist ein bisschen anders als üblich, weil das ein fester Motorhalter ist. Ihr bewegt wirklich, um das Ritzespiel einzustellen, das Middle Diff, was, ne, ihr wisst, habe ich gesagt, wenn ihr es richtig macht, hör auf. wenn ihr es richtig macht, dann bewegt sich das auch nicht, weil es hieß, bei Team Durango haben so ein paar Leute Angst gemacht, dass, das Middle Diff sich nach Sprüngen verschiebt, ist nicht so. Einfach richtig machen, ein bisschen Schraubenlack benutzen, dann ist gut. Was wirklich schade ist, ihr müsst, wenn ihr ein Team Durango habt, auch ein Team Durango Ritzel kaufen oder einen Motor mit einer langen Welle haben, weil diese Team Durango Ritzel sind ein bisschen länger, sind an dem Motorhalter quasi vorbeigeführt, dort verjüngt und sind im Grunde ein bisschen länger und werden da befestigt. Ist ein bisschen schade, aber so ein Ritzel, gut, wir bestellen alle irgendwann mal Ritzel, kostet genauso viel wie alle anderen. Also um die 12, 15 € irgendwie so war das, glaube ich. Von daher uninteressant. Schade, genauso schlecht wie bei Arma sind, finde ich, auch diese Akkustrapse. Ich finde die einfach zu dünn und zu schmal. Es gibt aber auch gute, die man sich auf eBay kaufen kann. Da kosten 20 Stück 10 €. Sind genauso schlank, haben Metallhülsen und ja, alles gut. Empfängerbox habe ich schon gesagt, die ist wirklich besser als bei Arma. Also wie gesagt, es ist eine verbesserte Version vom Typhon, ohne Frage. Alles an diesem Auto ist besser. Alles. Ja, ist noch was? Ich überlege gerade. Nö, nee, eigentlich nicht. Also, ja, was noch anders ist, Spoiler. Den zweiten habe ich leider verloren. Ihr könnt hier hinten am Spoiler noch so einen L-Winkel anschrauben. Da sind 4 Löcher vorgesehen im Flügel und auch dann natürlich in dem L-Winkel. Der beeinflusst den Downforce vom Buggy beim Springen oder beim Fahren. Den könnt ihr entweder kürzer oder größer wählen. Ich habe jetzt den größeren hier montiert. Wie gesagt, der kürzere, der ist nicht mehr auffindbar. Aber wird sich das minimal, was jetzt hier anders ist. Aber ich denke mal, dass es sich schon wesentlich, also deutlich anders springen lässt als ein Typhon. Ne? Ja, gut. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts. Schönes Auto, muss ich wirklich sagen. Bin ja nicht oft gefahren, aber hier kann man noch mal kurz gucken. Da, das ist ja mehr als deutlich. Hier sind die Schrauben, die 4, die ihr lösen müsst, um
das Middle Death zu bewegen, dann könnt ihr das hier hin und her schieben. Ihr seht den Spielraum, das ist nicht viel. Also allzu große Ritzel bekommt ihr da nicht drauf. Es ist halt ein Wettbewerbsfahrzeug und kein Speedfahrzeug. Dazu könnt ihr ihn nicht benutzen. Das ist so. Gut, das war's. Ich habe eigentlich alles gesagt. Ich mache mich gleich ans Ausschlachten, weil die Technik bleibt ja da, außer das Servo. Und dann geht er morgen auf Reisen, weil heute schaffe ich es einfach nicht mehr zur Post. Und dann kriegt der Jan ein schönes Fahrzeug. Ist ja nicht oft gefahren, ist gut zusammengebaut, glaube ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Möchtest du auch noch was sagen? Ja, tschüss. Schaut bei mir vorbei.